Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, das Internet, so wie wir es kennen, steht am Scheideweg, denn die Telekom will mit ihren neuen Tarifen unterscheiden in die Nutzerinnen und Nutzer eigener Dienste und die anderen. Die einen dürfen beliebig viel und lange surfen, die anderen werden ab einem bestimmten Downloadvolumen gedrosselt. Und das ist nichts anderes als ein Systembruch. Und gegen diese Drosselkompläne gibt es zu Recht erste und vehemente Proteste. Diesen grundlegenden Verstoß gegen die sogenannte Netzneutralität lehnen wir als Bündnisgrüne ab. Wir wollen kein Zweiklassen-Internet. Die Bevorzugung von eigenen Diensten, das ist ein klarer Verstoß gegen diese Regel, dass alle im Netz transportierten Daten eben gleich zu behandeln sind. Und diese Gleichbehandlung ist, es wurde schon gesagt, bislang eben nicht durch ein Gesetz gesichert worden. Werden die Pläne der Telekom realisiert, dann werden die Daten derjenigen bevorzugt, die mehr bezahlen können und wollen. Und wir Bündnisgrünen fordern daher, und zwar schon seit einiger Zeit, das Prinzip der Netzneutralität muss endlich gesetzlich festgeschrieben werden. Die Koalition aus CDU, CSU und FDP hat bislang immer alles auf den regelnden Markt verwiesen. An dieser Stelle wird dann gerne mal die eine oder andere verkehrspolitische Metapher herangezogen und gesagt, ja, die Ampel, das regelt ja auch nicht der Markt. Das stimmt, aber das greift zu kurz. Es geht hier nicht nur um Markt, denn die Wissens- und Informationsgesellschaft basiert zu ganz wesentlichen Teilen auf dem freien Netz. Das heißt, Aufklärung, demokratische Errungenschaften durch das Internet basieren auf der sogenannten Netzneutralität. Und mit Selbstverpflichtung ist es eben nicht getan. Das zeigt die Entwicklung der letzten Wochen deutlich auf. Das ist aber noch ein anderer Punkt, gerade in Berlin. Die Berliner Kreativwirtschaft braucht genauso ein neutrales und freies Netz. Berlin wird ein übler Bärendienst erwiesen durch das Unternehmen aus Bonn und die Bundesregierung. Warum? Nun, wir beschwören, und Herr Kohlmeier hat es auch gerade eben wieder getan, hier im Hause gerne die kreative Netzszene in dieser Stadt, und das tun wir auch zu Recht. Die Abschaffung der Netzneutralität wäre aber ein verheerendes Signal, genau an den Kreativstandort Berlin. Wieso? Nun, neue Angebote sind darauf angewiesen, ein schnelles Internet zur Verfügung zu haben. Und solche neuen Angebote werden eben gerade in Berlin kreiert. Das Ende des neutralen Netzes wäre demzufolge ein erheblicher Rückschritt für Berlin. Und deswegen sollten wir hier im Hause, gerade im Interesse aller Berlinerinnen und Berliner, ein ganz klares Signal artikulieren, dass wir mit diesen Plänen, die jetzt vorliegen, nicht einverstanden sind. Die Pläne bedrohen aber zudem auch noch den weiteren Netzausbau, und zwar deutschlandweit. Denn die künstliche Drosselung des Bedarfs an Datenvolumen lässt natürlich gleichzeitig auch den Druck sinken, das Netz weiter leistungsfähig oder leistungsfähiger zu machen, das heißt auszubauen. Und wir wissen, schon bei uns an der Stadtgrenze hier in Berlin haben wir kein Breitband in ausreichender Breite zur Verfügung. Und das ist natürlich ein Problem. Die Stärkung der Infrastruktur ist bei Schwarz-Gelb in der Tat nie besonders gut aufgehoben. Dort wird immer zuallererst an Beton und Autobahn gedacht. Und das Problem bei den digitalen Autobahnen ist halt schlicht und ergreifend, da gibt es keine roten Bändchen zu durchschneiden. Vielleicht sollten wir das ändern, damit Schwarz und Gelb endlich mehr Interesse zeigen. Wir Bündnisgrüne machen seit Jahren auf das Problem aufmerksam. Im Bundestag vor allem, weil dort gehört es ja auch hin. Gemeinsam mit allen Oppositionsfraktionen haben wir im Bundestag eine gesetzliche Regelung angemahnt. Wir haben vor über 2 Jahren einen Antrag gegen das Zwei-Klassen-Internet eingebracht. Und im Zuge der Reform des Telekommunikationsgesetzes haben wir sogar einen ganz konkreten Gesetzesentwurf eingebracht und vorgeschlagen, die Netzneutralität halt gesetzlich zu verankern. Die schwarz-gelbe Mehrheit im Bundestag bewegte sich nicht. Die Bundesregierung tat nichts. Frau Merkel und ihre Minister haben die Hände erst so formuliert und dann verschränkt und in den Schoß gelegt. Das rächt sich heute. Die schwarz-gelbe Koalition hat in ihrem Koalitionsvertrag immerhin sogar angekündigt, einzuschreiten, wenn es ein Problem gibt, wenn es notwendig wird. Das hat sie nicht getan. Das hat sie nicht getan. Was es gibt, sind jetzt Krokodilstränen wie bei der CDU Media Night, offene Briefe von Herrn Rösler oder von Herrn Neumann, der eine angeblich netzaffin, der andere ganz erkennbar nicht. Das soll alles nur das Nichtstun kaschieren, das reicht nicht. Wir müssen die Koalition aus CDU, CSU und FDP mit Nachdruck an ihre Verpflichtungen erinnern und sie auffordern, endlich die Augen zu öffnen. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, wir werden in den Ausschüssen den Antrag
beraten und also auch darüber beraten, ob wir eine Bundesratsinitiative zur Netzneutralität brauchen. Sie müssten bitte zum Schluss kommen. Ja, letzter Satz. Ich meine, dass wir als Berliner Volksvertretung auf Bundesebene ganz klar die Forderung Berlins aufzeigen sollten. Ich würde mich freuen, wenn wir das im Rahmen der Ausschussberatung hinbekommen. Eine Initiative, mit der Berlin ganz klar die gesetzliche Sicherstellung der Netzneutralität fordert. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Gelper.